Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian, im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt Wasser. Ja, ich möchte gerne mit euch über das Wasser im engen und im weiteren Sinne reden. Also gerne würde ich mit euch sprechen über, vielleicht über Wasserunfälle, über Waschzwang, über Wasser und Sex. Es gibt ja zum Beispiel solche Menschen, die auf Wettlook, nennt man das, auf nasse Klamotten stehen. Es gibt auch Menschen, die auf Wasserbetten stehen und so weiter. Also Wasser und Sex ist sicher auch ein großes Thema. Über Wasserkatastrophen, vielleicht auch über Krankheiten, die im weitesten oder engen Sinne mit Wasser etwas zu tun haben. Wir können auch über Heilwasser sprechen. Und grundsätzlich meine Frage an euch, was assoziiert ihr mit Wasser? Also, unser Thema heute Nacht, Wasser, wenn ihr gar nicht mit mir reden wollt, 0800 220 5050 oder die Faxnummer 0800 220 5051 oder mailen unter domian@wdr.de. Andreas, mit dem soll es heute losgehen und der ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Andreas. Hallo. So, Wasser. Meine persönliche Wasserkatastrophe, meine ständige Begleitung, nennt sich Aquagena pruritus. Und es ist ein Juckreiz, der auftritt nach dem Kontakt mit Wasser. Also nach dem Duschen, nach dem Baden, nach dem Waschen überhaupt und im Hochsommer, wenn ich schwitze, insbesondere, habe ich es erstmal mit einem Juckreiz zu tun. Immer. Ja. Das heißt, es ist irgendwie, man kann sagen, im gewissen Sinne eine Allergie auf Wasser? Genau, ja. Das ist aber hart. Ja, ist auch sehr selten. Ja. Wie lange hält dieser Juckreiz? Ist der am ganzen Körper? Am ganzen Körper, vor allem im Oberkörperbereich. Ja. Auch Beine, ja. Ja. Also. Entstehen dann irgendwie so Quaddern oder nee, so nee, Pusteln? Nee. Gar nichts. Das ist nur ein Juckreiz. Kann man nicht sehen. Das ist ja das Verrückte auch an der Sache. Wie lange hält der an, der Juckreiz? Na, so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. So lange? Ja. Dieses führt wahrscheinlich dazu, dass du dich nicht oft wäschst, oder? Natürlich. Doch, da muss man durch. Ja gut, aber eigentlich bin ich schon. Aber es ist eine Qual danach immer. Das glaube ich. Ja. Und das ist wirklich eine Krankheit, eine definierte Krankheit? Das ist, ja, es hat lange gedauert, bis ich das so erfahren habe. Ja. Ich habe etliche Hautärzte, ich habe es jetzt so seit ca. 15 Jahren, ich habe mal so zurückerinnert. Ja. Als Kind kann ich mich nicht erinnern, dass ich das schon hatte. Das ist so mit Anfang 20 erst so aufgetreten. Und habe etliche Hautärzte konsultiert. Mhm. Und erst, das ist der fünfte oder sechste, hat dann in so einem ledernen alten Buch geblättert und hat mir dann an den Kopf geschmissen, Sie haben Aquagenika. Aquagenika? Ja, der hat also das? Diesen anderen Begriff noch ja, genannt. Ja, und bin dann weiter in die Hautklinik der Charité, an die er mich verwiesen hat, hier in Berlin. Das ja. ist eine sehr renommierte Klinik für ja. Hautkrankheiten. Und die haben mir dann den Begriff Pruritus, Aquagena Pruritus genannt. Und konnten mir also auch noch nicht konkret helfen, was ich jetzt mache, therapiemäßig von der Charité aus. Das sind diverseste Antihistaminika durchzuprobieren. Bloß die Dinger machen auch müde. Das sind Tabletten, oder was? Ja, also die auch Heuschnupfen, ja. Allergie und ja. sowas benutzen. Aber bisher hat noch nichts geholfen. Das heißt, es kann sein, dass du dein Leben damit leben musst. Ja. Und geht es denn so einigermaßen? Ich habe es gerade so flapsig gesagt mit dem Waschen. Aber eine natürliche Reaktion wäre ja schon, dass man einfach sich weniger wäscht, wenn man, um diese halbe Stunde Juckreiz zu vermeiden. Nee. Das nicht. Aber ich habe festgestellt, meine eigene Therapie, die ich dagegen anwende, ist Ablenkung. Das heißt, wenn dieser Juckreiz auftritt, dass ich mich versuche, mit Gewalt abzuwenden. Ja, dass du dich gar nicht so sehr darauf konzentrierst. Ich muss zum Beispiel, ich habe auch mit der Bandscheibe zu tun, gehe da regelmäßig zur Physiotherapie. Ja. Trainiert man ja, duscht danach und das sind ja nur andere im Raum und da reißt man sich dann zusammen irgendwie, da versucht man zu unterdrücken, irgendwie geht's dann auch immer. Ist das egal eigentlich, welche Art Wasser du auf die Haut bekommst, ob es nur Salzwasser ist, ob es Süßwasser ist, ob es warmes Wasser ist, völlig egal, kaltes Wasser. Das ist völlig egal, bloß jetzt nicht jetzt, dass ich jetzt sowas kriege, wenn es nochmal regnet, außer es ist jetzt ein sehr starker Sommerregen, ich bin durchnässt, dann tritt es auch auf. Aber ist es denn auch so, wenn du die Hände normal wäschst, dann nicht? Nee. Also nur wenn du eine gewisse Länge, also eine gewisse Zeit die Haut durchnässt hast. Ja, es kommt sogar so, wenn ich jetzt meinen Oberkörper nur mit Wasser
berührt ist, dass ich dann sogar Husten kriege. Also sogar Husten, also eine typische allergische Reaktion dann noch dazu. Ne? Also auch eine ungewöhnliche Erkrankung, habe ich auch noch nie gehört. Sowas. Ja, das Schlimmste, ich meine damit, wie gesagt, man hat sich dran gewöhnt, das Schlimmste ist für mich der Sommer. Also es hat irgendwie noch was mit Wärme zu tun, wahrscheinlich, weil der Körper an sich schwitzt. Durch den Schweiß, ja. Ja, und wenn man nachts schlafen muss, schlafen will und kann nicht einschließen, schlafen, weil es überall zwickt. Es ist so, als wenn da Tiere über den Körper krabbeln, beißen immer an verschiedenen Stellen. Da wird man wahnsinnig. Ja, das heißt also gerade das letzte Jahr, als es so sehr heiß war, war für dich wahrscheinlich die Hölle, ne? Das war die Hölle, weil nachts, es war ja in der Regel immer sehr warm in den Schlafzimmern und dann schwitzte man und dann hast du ständigen Juckreiz. Richtig, ja. Ja, aber dennoch eine Krankheit, wo man sich mit arrangieren kann. Irgendwie schon, ja. Irgendwie schon, und ja, es ist wirklich so, ich tröste mich halt damit, dass es gibt so viele andere Krankheiten, auch Hautkrankheiten, Neurodermitis, ich kenne da so einen Fall, da tröste ich mich dann halt immer mit. Ne? Und ich habe es, glaube ich, von meinem Vater geerbt, der hat, ist nun schon länger tot, aber meine Mutter hat mir berichtet, der hat sich blutig gekratzt damals in den 60er Jahren, war deswegen auch im Krankenhaus und die wussten auch nicht warum. Möglicherweise war das auch sowas, also, keine Ahnung. Ist das eine Erbkrankheit? Hat man das schon? Vermute ich, das kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen. Haben die Ärzte dir gesagt, wie viele Menschen darunter leiden? Gibt es da eine Zahl? Ist sehr selten. Eine Zahl hat man mir nicht genannt. Ich kenne keinen weiteren. Es gibt im Internet habe ich natürlich geforstet und in England bin ich auf einen gestoßen, aber das war es erstmal schon. Also deutschsprachig jetzt erstmal. Aber du fühlst dich da in der Charité in Berlin auch in guten Händen. Also wenn, dann schon da, ja. Danke für den Anruf. Ja, gerne. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke. Tschüss. Unser Thema Wasser heute Nacht. Ich möchte gerne mit euch über Wasser und Wassergeschichten, schöne und traurige, mich unterhalten. 0800 220 5050 und die Mailadresse ist domian@wdr.de. Stefan, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Stefan. Warum hast du zum Thema Wasser angerufen? Also ich habe ein Problem. Ich bin vor 4,5 Jahren bin ich in den See eingebrochen. Also das Eis eingebrochen? Ja, genau, beim Schlittschuhfahren. Ja. Und dann bin ich also untergegangen und bin also unter der Eisdecke, bin ich praktisch also unter der Eisdecke geschwommen. Das ist ja wirklich die Horrorvorstellung schlechthin. Man sieht das, ich habe das oft im Fernsehen schon gesehen, in Filmen oder so. Ja. Und dachte mir immer, was muss das für ein grauenhaftes Gefühl sein? Man bricht ein, das ist ja schon ein Schockgefühl vermutlich. Ja. Und dann auch noch so unter dieser Eisfläche rumzuschwimmen. Erzähl mal überhaupt, wie es dazu gekommen ist. War es nicht kalt genug oder war da irgendwie vorher was beschädigt dann im Eis? Also ich war also eigentlich ziemlich leichtsinnig. Der See, der war so, also der war schon gefroren, aber an den Rändern und sowas halt, da war der ein bisschen dünn, aber in der Mitte, es ging eigentlich so. Wir wollten haben also Schlittschuh gefahren. Und dann habe ich gemerkt, dass das Eis am Magen angefangen hat zu knacken. Also es hat dann geknackt. Und wie kalt war es ungefähr? Weißt du das noch? Ja, also auf jeden Fall minus 4, 5 Grad, 6 Grad. Aber da war schon längere Zeit, war schon kalt. Ja. Und da sind wir vorher auch Schlittschuh gefahren, nur an der Stelle halt nicht. Mhm. Ja, und da sind auch noch Abwasserkanäle, sind ja auch noch da. Also so, da kommen so, ist das so, warm Wasser rein oder sowas, weiß ich nicht. Also wärmeres Wasser als das normale Wasser? Ja, genau. Ja. Und dadurch wird das von unten wahrscheinlich, wurde es ein bisschen aufgetaut. Genau. Und dann bin ich dann darüber und hat's knapp gemacht und habe ich halt so mittendrin gestanden. Also nicht mitten im See, sondern ziemlich an dem Rand halt. Mhm. Und bin halt so eingebrochen. Ja. Also bist du sofort eingebrochen oder langsam? Nee, dann sofort. Sofort? Einmal. Sofort. Also, weg. Weg. Also ganz weg. Das Gesicht war auch im Wasser schon? Ja, alles. Ich war komplett direkt unter Wasser, weil die Klamotten, die waren ja so schwer dann. Die wurden immer schwerer und schwerer. Ja. Ja, und dann habe ich mich also erst orientiert irgendwo. Und konnte ich nicht, weil ich schon unterm Eis gewesen bin. Aber wie kommt das denn, war da eine Strömung auch unten? Nee, gar nicht. Mich wundert, dass wenn du gerade einbrichst, dass du dann nicht, dass das Loch nicht über dir ist, in das du eingebrochen bist. Ich weiß nicht, das war irgendwie wie Panik. Also ich bin da runter und dann habe ich noch hochgeguckt und wollte raus und raus, also durch die Panik halt. Ja, und dann war ich unterm Eis. So, und dann? Ja, und dann, ich war ja mit einem Freund zusammen gewesen. Und der ist dann raus und der hat dann halt irgendwas gerufen und ich habe es irgendwie noch so laut noch mitbekommen. Und dann hat der einen Stock geholt, also so eine Art wie so ein Baumstock da, der dann gelegen hat und hat mich dann versucht, dann halt festzuhalten mit so einem Astzweig. Und hat mich damit dann halt dann eben rausgezogen mit dem Zweig. Ach, das ging? Ja, das ging, ja. Dann das heißt, du warst noch unterm Eis, du hast dieses Loch nicht direkt gefunden. Nein. Aber er hat dich mit dem Stock irgendwie dann gekriegt. Ja, und dann habe ich den Stock gesehen, habe ich zugegriffen. Ah ja. Und dann hat er mich dann rausgezogen. Ja. Ja, und dann war das dann so gewesen und dann, ja klar, dann war ich halt nass und sowas halt und jetzt ist es halt so, dass ich so eine Panik habe, also ich kann jetzt weder baden gehen. Ja, auch im Sommer nicht? Nee, ich
ich kann noch niemals mehr im Sommer jetzt ins Schwimmbad fahren, ich kann nicht baden gehen, ich kann noch niemals in der Badewanne baden, kann ich auch nicht. In der Badewanne auch nicht? Nee, auch nicht. Warum nicht? Ja, weil ich Panik kriege. Ich denke, ich gehe unter. Also ich kann das nicht erklären. Also im Moment, wo eine gewisse Wassermenge an deinem Körper ist, hast du das Gefühl? Lass mich nochmal zum Unfall fragen. Ja. Du warst ja für deinen Freund auch gefährlich, nah an dieses Loch heranzugehen. Es hätte ja auch passieren können, dass er auch einbricht. Hätte auch passieren können, ja. Aber das ist dann gut gegangen und auch als du rausgeklettert bist, sind die Ränder nicht nach eingebrochen. Doch, die sind aber nicht so groß. Also wo ich bin sofort eingebrochen irgendwie. Da waren also ungefähr 2 oder 2 mal 3 Meter die Fläche sofort weg gewesen. Und der hat noch auf dem einen Stück gestanden und der konnte mich damit noch rausziehen. Was hast du denn da direkt danach gemacht? Der Körper wäre ja durchkühlt, obwohl du noch nicht so lange im Wasser warst, aber dennoch nasse Klamotten, dicke Klamotten. Was ist da passiert danach? Bist du ins Krankenhaus gefahren oder direkt nach Hause? Nee, nach Hause. Ja. Also ich habe erst gezittert am ganzen Körper halt. Also ich hatte dann irgendwie so einen Schock halt. Ja. Bin dann nach Hause und habe mich dann also ganz normal umgezogen und dann halt haben wir was wieder unternommen. Mhm. Aber das ist mir nie aus dem Kopf gegangen. So, das habe ich seit 4,5 Jahren. Also keine körperlichen Schäden davon getragen, aber seelische Schäden seit 4,5 Jahren. Mhm. Ich meine, das ist ja eigentlich völlig nachvollziehbar, dass du Angst hast, aufs Eis zu gehen. Ja. Ein bisschen schwieriger ist es schon und wahrscheinlich auch für das Leben kompliziert, wenn du nicht in ein Schwimmbad gehen kannst, aber dass du schon nicht mehr in die Badewanne gehen kannst. Das ist ja schon, das zeugt ja schon von einer sehr massiven Erschütterung, die da noch geblieben ist. Ja, ich hatte das Problem, dass ich denke, also die Hilflosigkeit, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das dann sieht und man ist da drunter. Ja, und es war absolute Todespanik, ne? Ja, klar. Ja, das ist mir klar. Denkt praktisch, jetzt ist gleich alles zu Ende, weil ich in dem Moment auch nicht gewusst habe, wie komme ich jetzt da raus? Also wie komme ich da raus? Das Eis, ich habe dagegen gehauen und das ist nicht kaputt gegangen. Furchtbar. Also die Vorstellung, dass man, es sind ja nun schon ganz viele Menschen so umgekommen, dass sie oben an das Eis klopfen und sehen auch die Helligkeit des Himmels und kommen da nicht raus. Ne? Weil man kann das gar nicht vorstellen, weil man kann das, wenn man da unten drunter ist, dann kann man das irgendwie nichts mehr variieren. Also das ist ganz komisch. Man hat wahrscheinlich auch keine Orientierung, ne? Nee, überhaupt nicht. Wo bin ich nur eingebrochen, wo ist vorne, wo ist hinten? Und so. Ja. Überhaupt nicht. Ich würde gerne, dass du ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Ja. Wegen dieser Panik. Ich finde, dass du da irgendwas tun solltest, um da Herr drüber zu werden, dass du es zumindest ein bisschen in den Griff kriegst. Und ich habe noch eine Bitte vielleicht. Mhm. Also ich kenne keinen, der Panik hat oder Angstzustände hat. Mhm. Also wenn einer das haben sollte, weil kann irgendwie keiner helfen, weil ich jetzt auch das Problem so hatte, ich bin dann nach einem Jahr nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil ich halt mich geschämt habe davor und Panik hatte und Panikanfälle bekommen habe. Und der Auslöser war diese und der Auslöser war halt das mit dem Wasser gewesen. Und seitdem hat sich mein ganzes Leben halt verändert. Mhm. Ich bin also nicht mehr im Haus, ich habe meinen Job verloren. Also ging alles dann berg. So heftig? So schlimm war das, naja. Ich habe gerade so gedacht, das ist nur diese Angst vor dem Wasser, aber das ist dann... Das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Ich kann das irgendwie gar nicht erklären. Aber das hast du jetzt wieder im Griff. Das heißt, du gehst wieder aus dem Haus. Also im Haus schaffe ich, aber ich schaffe nicht aus meinem Heimatort, mich zu entfernen irgendwie. Also die Sicherheit ist dann immer wieder zu Hause. Und was ist mit deinem Job? Alles, ich bin Erwerbsunfähigkeitsrentner, also Rentner bin ich geworden dadurch. Deshalb? Ja klar, deswegen. Also ich habe praktisch alles verloren, was ich vorher hatte, nur durch diese Situation halt. Ne? Ja. Und das ist das Problem und ich weiß, also das Problem, ich habe keinen Internetzugang, gar nichts. Und deswegen habe ich mich bei dir auch gemeldet, weil ich einfach nicht weiß, also wie ich damit umzugehen habe. Mhm. Und auch, wie gesagt, es kommt immer ein Gutachter zu mir nach Hause, aber das ist ja auch nicht das Ding. Und dass ich irgendwie weiß, wie ich damit umzugehen habe, weil ich weiß es nicht. Und du gerne auch Kontakt hättest zu anderen Leuten, die sowas Ähnliches haben. Also weißt du, wie viele Menschen es gibt, die Panik- oder Angstpatienten sind? Da können wir dir gerne gleich noch ein paar Kontakttelefonnummern von Selbsthilfegruppen geben. Ja, die habe ich ja schon gehabt. Ich habe auch schon angerufen, aber nur da muss ich immer hinfahren. Aber ich schaffe es nicht, weil die sind alle so weit weg. Ach so. Und ich schaffe nicht bis dahin. Warst du denn in diesen Jahren, warst du denn in irgendwann mal in einer Therapie, in einer Psychotherapie? Ja, mich haben sie danach, wo ich es halt, ich habe mich erst geschämt davor, weil ich es ja nicht verstanden habe. Und dann haben die mich in eine Kur geschickt. Hm. Und das war in Geldern, in so einer psychosomatischen Klinik. Lass mich unterbrechen. Du hast dich geschämt davor. Wovor hast du dich geschämt? Vor der Panik. Ah, ja. Also, weil ich das ja nie hatte. Ich kannte das ja gar nicht. Und dann halt, dann zeigst du den Menschen das auch nicht, wenn du einen kennenlernst. Ja. Zeigst du das nicht. Du schämst dich davor. So, dann warst du in einer Klinik? Ja. Da war ich 7 Wochen. Und nach der Klinik wurde es noch schlimmer. Hm. Also, nach der Klinik war alles zu Ende. Bin ich dann also, wie gesagt, gar nicht mehr vor die Tür gegangen. Also, danach war alles. Und alles ausgelöst durch diesen. Alles aus
das trifft das. Unfall, wo man im ersten Moment so sagt, naja, ist schon schlimm, aber ist ja auch nicht so ganz dramatisch. Aber es ist jetzt eben doch sehr dramatisch für dich. Genau. Ne? Ungeheuer dramatisch. Wie sieht das denn mit deinen so sozialen Kontakten aus? Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Frau. Also ich bin verheiratet seit 6 Jahren. Ja. Und wenn ich also sie nicht hätte, wäre also wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer. Also sie steht also zu mir und versucht mir auch zu helfen. Gott sei Dank. Wie ist es mit Freunden? Ja, ist ja alles abgebrochen. Alles abgebrochen. Das ist ja klar. Also man kann sagen, dass das ganze Leben durch diesen Unfall sich völlig, völlig umgekrempelt hat. Völlig. Völlig. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Völlig. Einfach. Was hast du früher vom Beruf gemacht? Ich war früher großen Auslandskaufmann. Ja. Und, also hat man mit Leuten zu tun? Ist man unterwegs und so? Ja, unterwegs, mit Leuten zu tun, alles. Mhm. Und da war eine Phase gewesen, da konnte ich gar nicht mit Leuten mehr sprechen. Mhm. Weil das sich dann so weit entwickelt hat durch die Panik. Man denkt immer, man kriegt jetzt Angstzustände oder Panik und dann schämt man sich, dann geht man eben aus dem Weg. Nach dem, was du jetzt alles mitgemacht hast, musst du ja wirklich quasi so einen irrationalen Hass auf Wasser haben, ne? Ja, total. Also wenn ich irgendwo, ich gehe nur noch duschen, ich kann nicht baden gehen und sowas halt und ich will irgendwie damit gar nichts mehr zu tun haben. Also verdränge ich das halt, ich verdränge das oft und das ist das Problem. Ich müsste mich eigentlich stellen dazu. Eigentlich schon. So, nun hast du ja schon eine gewisse psychotherapeutische Biografie hinter dir. Ja. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger und auch umso interessanter für dich, mit meinem Psychologen zu sprechen. Ja. Dass du einen richtigen Fachmann jetzt auch an die Schippe bekommst. Und wenn sich Leute bei uns melden, die mit dir gerne Kontakt hätten, wenn du das möchtest, stell mir den Kontakt her. Vielleicht kann es dir auch helfen, dass du den einen oder anderen Tipp noch bekommst. Ja, der Tipp wäre super, weil die Psychologen, ich meine, da ist das Problem, weil ich habe so eine Gruppentherapie gehabt dann in der Klinik. Mhm. Und die sind ja immer andere Meinung. Mal ist der Psychologe so, der eine sagt das so. Und das ist immer so schwierig. Und ich will ja nur wissen, dass wenn einer wirklich einer hätte oder das gehabt hat, wie er damit klargekommen ist und wie er es geschafft hat. Gut, das machen wir auf jeden Fall, wenn sich ja jemand meldet. Aber dennoch kannst du ja mal ein paar Worte mit dem Peter reden. Ne? Mach ich gerne. Dann legst du auf und Peter ruft dich an, Stefan. Ich danke dir. Toi, 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 alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Thema Wasser heute Nacht. Und zu dem Thema hat auch Miguel angerufen. Guten Morgen, 39 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich bin erstaunt über das, was Stefanie Salauch eben gesagt hat, weil es ist zwar ein ähnliches Thema, aber ich leide also seit etwa 20 Jahren unter einem Waschzwang, wasche mich aber seit 3 Jahren praktisch gar nicht mehr. Ach, also das ist aber kurios. Seit 20 Jahren unter Waschzwang, das heißt also, die meiste Zeit der letzten Zeit hast du dich wie wahnsinnig gewaschen? Genau, bis zu 27 Stunden geduscht, 3-4 Stunden Hände gewaschen, wenn es wirklich schlimm war. Was, bis zu 27 Stunden geduscht? Bis zu 27 Stunden, ja. An einem Stück? Ja, also nicht an einem Stück Wasser laufen lassen, aber eben einseifen, abduschen, einseifen, abduschen. 27 Stunden, da schläft man doch ein zwischendurch. Bin ich auch zum Teil fast schon. Unter der Dusche eingeschlafen? Ja, nicht direkt eingeschlafen. Es war wirklich so, dass ich die Augen schließen musste, weil ich einfach nicht mehr konnte, kräftemäßig, kann man sich vielleicht vorstellen. Ja. Und aber das muss die Haut doch völlig kaputt machen. Ja, und das ist eben auch der Grund, warum ich eben seit 3 Jahren praktisch das sozusagen völlig gestoppt habe. Und du wäschst dich gar nicht mehr? Nein, nur noch das Nötigste, wenn man auf Toilette war oder so, dass eben praktisch keine Krankheiten entstehen können. Ja, das heißt, in dem Sinne. Kein Duschen, kein Baden, sondern nur eine Handwäsche, so eine leichte, die nötige. Ja, allenfalls. Ansonsten auch Feuchttücher zum Beispiel, solche Sachen. Zum Beispiel Zeit nachdem ich auf Toilette war oder so. Ja. Entschuldige, wenn ich das jetzt so gerade heraus sage. Ja. Stinkst du? Sicherlich für andere Leute schon, aber es ist nicht so schlimm, wie ich das gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Grund ist der, dass ich, also aufgrund dessen, dass ich natürlich in diesem Zustand nicht unter Leute konnte, bin ich seit 3 Jahren eben auch nicht mehr aus der Wohnung raus. So, das wollte ich mir jetzt gerade fragen. Wie lebst du? Welche Menschen sind um dich herum? Gehst du arbeiten? Hast du eine Frau, eine Freundin? Nein, alles nicht. Arbeit hat schon relativ zu Anfang praktisch nicht mehr geklappt, weil ich eben das Ganze nicht mehr aufrechterhalten konnte. Also auch völlig isoliert, so wie Stefan gerade im Prinzip. Ja, deswegen, das meine ich, die Parallelen sind unwahrscheinlich, auch wenn es eine andere Krankheit ist, sage ich mal. Aber es ist wirklich alles, die sozialen Kontakte sind abgebrochen. Keine Freunde, keine Frau? Ich hatte zweimal tolle Freundinnen sozusagen, die auch über Jahre hinweg mit mir zusammen waren. Und das konnte aber gar nicht halten, weil ich eben auch praktisch nie richtig für die da sein konnte, einen Arm nehmen konnte oder sowas. Ich habe es gerade jetzt nicht richtig auf den Schirm bekommen. 1 Jahr nicht mehr aus dem Haus? Nee, 3 Jahre. Drei Jahre wäschst du dich nicht mehr? Über 3 Jahre schon. Du wäschst dich seit 3 Jahren nicht mehr und bist auch seit 3 Jahren nicht mehr aus dem Haus gegangen. Richtig, genau. Also ich habe mich sozusagen entschieden, wie kann ich überhaupt noch da rauskommen, weil ich schon Verschiedenes probiert habe.
und wie kann ich das jetzt wirklich noch schaffen und habe mich dann dafür entschieden. Aber ist das ein Leben, nur, also jetzt schon 3 Jahre nur in der eigenen Wohnung zu sitzen, nie einen Spaziergang machen, nie einkaufen zu gehen, gar nichts, nie in Urlaub fahren? Es ist ein Leben insofern, weil ich praktisch das Gefühl so ein bisschen ausblende, also das, was man vielleicht als Leben bezeichnet, das Lebensgefühl sozusagen, weil ich weiß, dass das meine einzige Chance im Grunde ist, wirklich wieder zu leben. Aber du könntest doch rein theoretisch, könntest du doch rausgehen? Oder hast du Angst, da rauszugehen? Ja, nee, das ist nicht. Also theoretisch gesehen könnte ich sagen, gut, ich breche das heute alles ab sozusagen. Nein, du könntest auch weiterhin dich nicht waschen und doch dennoch rausgehen. Nein, weil, also ich habe sozusagen für mich so eine Art Selbsttherapie ausgeklügelt. Mhm. Über längeren Zeitraum habe das gemerkt, dass es so wahrscheinlich am ehesten funktioniert. Achso, die Selbsttherapie heißt nicht mehr waschen und nicht das Haus verlassen. Nee, das Haus verlassen, darum geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, praktisch wie ein kleines Kind neu zu lernen, mit Hygiene umzugehen. Wie man auf Toilette geht, wie man wäscht und sowas. Aber weil das eben meine Probleme immer hervorgerufen hat. Ja, ich erahne, was du meinst. Aber ich verstehe dann, erklär es mir bitte, nicht, warum du nicht aus dem Haus gehst. Weil ich das niemandem zumuten will. Ja gut, du könntest ja mal... Wenn du vorhin fragtest mit dem Riechen. Ja na gut, aber du könntest ja ungepflegt und so. Abends, wenn es dunkel ist, mal eine Runde um den Block machen. Das habe ich ganz zu Anfang mal gemacht. Und das ist aber, alleine wenn ich hier aus der Tür rausgehe sozusagen, dann können mich ja schon Leute auf dem Flur treffen und sowas. Und das ist einfach... Eine Scheu ist das dann, kann man sagen. Ja, Schamgefühl. Irgendwie ein Schamgefühl, eine Scheu. Das ist mir schon peinlich. Wer kauft für dich ein? Zum Glück ist meine Mutter praktisch tagtäglich immer so für 1-2 Stunden dann da. Achso, und vor der schämst du dich nicht? Vor der schämst du dich nicht? Nein, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es meine Mutter ist eben, weil sie mich ja praktisch auch als kleines Kind sozusagen, vielleicht ist das symbolisch fast schon, als kleines Kind hat sie mir das ja sozusagen auch beigebracht und vielleicht ist das auch der Grund, warum das nicht so schlimm ist für mich jetzt. Also ist dein hast du denn telefonische Freunde, mit denen du telefonierst? Jetzt langsam wieder. Also zu Anfang war das alles zu viel für mich, da habe ich praktisch gar nicht telefonieren können, sondern nur für Notfall ein Telefon gehabt. Ich frage das deshalb, weil ich mir denke, dass das ein sehr einsames Leben ist, was du führst. Richtig. Ne? Ja. Der einzige Kommunikationspartner ist die Mutter und sonst läuft da nicht so viel. Ist auch sehr schwer gefallen eine Zeit lang. Und da hat es natürlich auch Spannung zwischen meiner Mutter und mir gegeben, weil eben da Erwartungen auch irgendwo aufkommen immer wieder. Ne? Aber jetzt fange ich langsam an, immer mehr mit Freunden wieder telefonisch Kontakt aufzunehmen und das tut mir auch gut. Aber vorher war das zu viel einfach. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass du in dieser dir selbst verordneten Vorgehensweise oder selbstverordneten Therapie, wie du es gerade angedeutet hast, dass du da Fortschritte machst? Ja, auf jeden Fall, sonst hätte ich es abgebrochen. Ja. Also ich war im letzten Jahr oder beziehungsweise Anfang letzten Jahres, habe ich gesagt, wenn ich bis Mitte letzten Jahres keine sichtbaren, auch für meine Mutter zum Beispiel, sichtbare Fortschritte gemacht hätte, dann hätte ich praktisch das sozusagen abbrechen müssen und mich wahrscheinlich hätte einweisen lassen müssen, irgendwo an eine Psychiatrie oder so. Warst du denn im Laufe deiner, ich sage es mal in Anführungszeichen, Karriere, warst du schon irgendwann mal längere Zeit in einer Psychosomatik oder einer Psychiatrie? Alles durch. Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Hypnosetherapie, sogar über einen ganz langen Zeitraum. Lass uns nochmal zurückgehen. Du sagst, ich war 20 Jahre vorher oder 17 Jahre vorher, habe ich unter Waschzwang gelitten. Ja. Irre Vorstellung für mich, wenn du sagst, dass du 27 Stunden am Stück dich geduscht hast. Das wird ja wohl nicht so oft wahrscheinlich der Fall. Richtig. Was war denn so dein, ich sag mal, normales Verhalten innerhalb des Waschzwangs? Wie oft hast du dich gewaschen am Tag? Das hat sich über die Jahre verändert. Also zu Anfang war das oft und kürzer sozusagen. Mhm. Und dann ist es eben, weil ich praktisch nicht immer diese Kraft aufwenden konnte, habe ich mir sozusagen die Kraft aufgespart für diese Momente sozusagen. Und dann wurden eben diese 27 Stunden zum Beispiel. Also es war eine richtige Waschzwang-Orgie hinterher. Ja, genau. Der Waschzwang am Anfang, beschränkte der sich auf die Hände und Gesicht oder immer auf den ganzen Körper? Erst Hände waschen eigentlich. Und deswegen während der Bundeswehrzeit an, da habe ich mich vielleicht auch innerlich irgendwie mit der ganzen Einstellung da nicht so abgefunden und da habe ich das gemerkt, dass ich mir dauernd Hände waschen muss und ich habe das dann zum Ende der Bundeswehrzeit gemerkt, dass es ganz schlimm war, da hat meine Mutter die Uniform gewaschen aus der Waschmaschine genommen, also völlig sauber. Ja. Und ich habe sie angefasst, musste mir trotzdem die Hände waschen, Wahnsinn. Weil ich das Gefühl hatte, Schmutz. Wahnsinn. Du hast so viele psychologische Sachen gemacht und hinterher. Ja. Psychiatrie, ja. Psychologie und Psychosomatik, weiß ich was alles. Mhm, genau. Und du scheinst mir ein sehr vernünftig und analytisch denkender Mensch zu sein. Ja, hast du, so klingt es. Hast du
eine Ahnung, wo die Ursachen liegen für diese Erkrankung? Ja, also das hat sich jetzt eigentlich auch in den letzten 3 Jahren eigentlich mehr oder weniger rauskristallisiert, durch das sozusagen intensive mit mir selbst auch auseinandersetzen, weil ich ja niemanden sonst hatte sozusagen, habe ich auch so ein bisschen praktisch so versucht rauszufinden, woran es wirklich liegt. Und ich meine, herausgefunden zu haben, dass wahrscheinlich im früher Kindheit irgendwie sexueller Missbrauch war. Aha. Das glaube ich, kann ich aber nicht beweisen. Hast du mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ja, das habe ich natürlich gemacht und auch mit meinem Vater und allen. Und das ist auch, wenn, dann war es keiner außer Familie zum Glück. Also das konnte ich für mich selbst gerade schon rausfinden. Diese Vermutung, hilft die dir etwas weiter? Ja, die war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich in den Therapien habe ich immer von Anfang an das Gefühl gehabt, ich muss die Ursache finden. Und speziell bei der Verhaltenstherapie war das zum Beispiel so, dass die Therapeuten gesagt haben, ja klar, ist wichtig, rauszufinden, warum, aber wir müssen erstmal ihr Verhalten ändern. So, und ich habe immer gemerkt, das funktioniert irgendwie bei mir nicht. Ja. Und das scheint sich wirklich insofern zu bestätigen. Aber jetzt, wo ich es sozusagen weiß, muss ich es nicht unbedingt bewiesen haben und trotzdem hilft es mir. Also du bist durch Höllen gegangen, das kann man sagen? Wahrscheinlich ja. Das kann man sagen. Aber du wirkst sehr entschieden und entschlossen. Das finde ich toll. Das Komische ist wirklich, ich habe von Anfang an gewusst, ich schaffe das. Ich weiß nicht wann, aber ich schaffe es. Und das, was ich auch gelernt habe, eigentlich, dass das Gefühl, was in mir drin ist, das Wichtigere ist. Und du hattest vorhin gesagt, so, dass ich mich vielleicht vernunftmäßig anhöre. Ja. Für mich ist viel, viel wichtiger das Gefühl geworden. Was ist dein Ziel? Das ist das Entscheidendere. Ja, was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Mein Ziel ist, wenn es wirklich so sich weiterentwickelt, wie es jetzt ist, dass ich in diesem Jahr das schaffen sollte, aus der Wohnung rauszukommen, also so weit zu sein. Das setzt aber voraus, dass du dann auch dich ein bisschen gewaschen hast vorher. Ja, natürlich, dass ich dazu in der Lage bin, dass ich eben, mein Problem war eben auch, dass ich angefangen habe zu vermeiden, auf Toilette zu gehen zum Beispiel. Da musste ich immer sehr nötig auf Toilette. Ist natürlich peinlicherweise dann auch öfter mal schiefgegangen. Mhm. Und dann hat das natürlich in meinem Schmutzempfinden wieder ganz große Waschorgien nachgezogen. So, das ist dein Ziel, dein Wunsch, dein Vorhaben. Ja. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du es schaffst. Und ich möchte gerne eine Verabredung mit dir treffen. Ja. Dass du, wenn du das gemacht hast, dass wir bitte nochmal miteinander telefonieren. Sehr gerne. Würde mich sehr interessieren. Mail uns bitte. Du weißt, das geht einfacher, dann an uns heranzukommen. Ist okay. Also toi, toi, toi. Ich drücke die Daumen. Ja, danke schön. Miguel, alles Gute. Tschüss. Schönen Abend. Ne? Dankeschön. Tschüss. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Wasser. Ich möchte mich gerne und ich tue es ja auch schon eine ganze Weile, mich mit euch unterhalten über das Thema Wasser. Es gibt Krankheiten, wie wir gerade gehört haben, die mit Wasser in Verbindung stehen. Es gibt auch eine ganze Menge Sexualität und Erotik, die mit Wasser in Verbindung steht. Darüber können wir reden. Wir können auch reden vielleicht über Wunderwasser, über Heilwasser oder vielleicht auch über Geschehnisse, die ihr mit Wasser oder vielleicht am Wasser erlebt habt oder wie auch immer. Also große Überschrift heute Nacht, das Wasser 0800 220 50 50. Wer ist jetzt hier? Hier ist Steffi und Steffi ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Steffi. Hallo. Ja, Wasser hat für mich, sage ich mal, eine lebenswichtige Bedeutung, weil ich mache eine Ausbildung zur Hexe. Zur Hexe? Ja. Aha. Wo macht man eine Ausbildung zur Hexe? In der Universität? Nein, nicht in der Universität. Ich weiß nicht, ob du die Hexe Thea kennst. Die Hexe Thea? Thea, ja. Thea? Wie, Thea? Thea? Thea. T-E-A? T-H-E-A. Nee, kenne ich nicht. Muss man die kennen? Wenn man, sage ich mal, sich dafür interessiert, sollte man die schon kennen. Ja. Weil die ist eine ziemlich berühmte Hexe. Mhm. Die hat auch viele Bücher schon geschrieben. Lebt die noch? Ja, natürlich. Ja. Ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht. Und die Ausbildung wird nämlich so gehen, dass es über Internet geht. Ja. Dazu braucht man allerdings ihr Buch, die Hexenschule. Ja. Und dann wird man per Internet Mitteilungen kriegen, Informationen kriegen. Es werden sogar Hausaufgaben gestellt. Okay, ich mag schon. Das ist ein Lehrgang, ein Hexenlehrgang übers Internet von der berühmten Hexe Thea. Genau. Ne? So, was hat das mit Wasser zu tun? Wasser ist einfach ziemlich wichtig für Hexen. Es fängt an bei der, sag ich mal, Reinigung des Körpers. Man braucht es für Rituale. Stopp! Müssen Hexen sich anders baden als andere Frauen? Nein, nicht anders baden. Öfter baden? Nein.
Nein, es ist bloß, man kann zum Beispiel, sag ich mal, die Seele und den Körper reinigen, wenn man, sag ich mal, bestimmte Zutaten ins Wasser tut. Oh. Ja. Nämlich? Ja, sei es Apfelessig oder mit Eichenblättern zum Beispiel. Mhm. Oder man braucht Wasser auch für Rituale. Ja. Also, das halten wir schon mal fest, das finde ich interessant. Also, ich werde nachher ein Bad nehmen und Eichenblätter habe ich nicht zu Hause, aber Apfelessig ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut, so für Körper und Seele. Genau. Reinigt. Genau. Hm? So, man kann es auch für Rituale verwenden, sagst du. Genau. Erzähl mal ein Ritual, ein Wasserritual, eine Hexe. Ja, da kann ich noch nicht viel drüber sagen, weil ich ja erst die Ausbildung anfange. Du bist ja noch ein Lehrling. Genau. Oder ein Anfängerlehrling. Genau. Ja, aber irgendeine Ahnung hast du ja grob wahrscheinlich. Ja, also zum Beispiel, was jetzt mit Wasser zum Beispiel sehr zu tun hat, weil es gibt ja viele Amulette. Mhm. Und verschiedene Amulette haben auch verschiedene Bedeutungen. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel ein Ritual, was mit Wasser zu tun hat, was auch sehr wichtig dafür ist, zum Beispiel dieses Amulett aufzuladen, damit es seine Kraft erhält. Ach so, und da spritzt man irgendwie Wasser drauf oder legt es ins Wasser? Also da braucht man zum Beispiel ein Glas Wasser, ein Sandelholzräucherstäbchen und Salz. Ah, und dann? Ja. Und dann, also man zündet dieses Räucherstäbchen an und das Salz kommt ins Wasser. Man beträufelt dieses Amulett mit Wasser, mit dem Wassersalz und geht damit über das Räucherstäbchen und sagt, er hält einen bestimmten Spruch auf. Ja. Ja, und dann erhält es seine Kraft zum Beispiel. Ja, also das Wasser ist ja nun auch ein ganz, ganz, ganz uralt, mythisch beladenes Element. Ne? Ja, genau. Also in allen Religionen, überall gibt es ja das Wasser und... ich habe ja vorhin das Beispiel schon gesagt, es gibt ja auch Heilwasser oder Heilwasser, ne, wo man von trinkt und dann vielleicht gesundet oder durch ein Wunder gesundet. Allein schon, dass ja doch das Wasser eins der Elemente ist. Genau, ganz genau. Ja, das hat ja auch damit zu tun. Hast du noch ein Wasserbeispiel? Genauso, also auch wo wir bei schon den Amuletten sind, gibt es zum Beispiel auch, dass man Amulette im Wasser, also man macht zum Beispiel eine Schüssel mit Wasser voll, legt das Amulett rein und dann kann man das entweder durch das Mondlicht oder das Sonnenlicht aufladen lassen. Mhm. Also dann bleibt es eine Weile liegen, der Mond scheint drauf. Genau. Und dadurch bekommt das Wasser auch eine magische Kraft. Genau. Und diese magische Kraft geht über in das Amulett. Genau. Und somit ist die Sache gut dann. Ja. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen, du Steffi, zarte 21 Jahre alt, wie kommt es dazu, dass du Hexe werden willst? Ja, das hat, sage ich mal, in der Kindheit angefangen, dass ich mich so mit 10, 11, 12 für Astrologie interessiert habe, also Horoskope täglich gelesen habe. Ja. Und und es wurde immer mehr, immer mehr. Und ich habe auch festgestellt, dass sich einiges auch wirklich bewahrheitet hat. Also es wurde einfach wahr. Hast du für dich das Gefühl, dass du so ein magisches Talent hast, um es mal so auszudrücken? Ja, auf jeden Fall. Also ich verbinde viel damit. Mhm. Jetzt muss ich dir mal gerade was erzählen als Fachfrau, also angehende Fachfrau. ich habe ja heute Abend mal wieder vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, wenn es jetzt passiert, dann wankt mein Weltbild. Bei Günther Jauch bei Stern TV war. Das habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen? War Uri Geller. Ja. Ne, kennt man ja seit Jahr und Tag, der die Löffel verbiegt. Und ich bin ein großer Skeptiker von diesen Sachen. Und ich habe alles mitgemacht. Ich habe auch zwei gebrauchte alte Löffel aus meinem Schoss geholt, habe einen auf den Fernseher gelegt und den anderen Löffel habe ich gestreichelt. Mhm. Nun ist leider bei mir nichts passiert, aber ich war doch sehr erstaunt und sehr beeindruckt, dass im Publikum, Günther Jauch hatte ja auch Löffel im Publikum verteilt, und er hat gesagt, er bürgt mit seinem Namen, dass diese Löffel nicht präpariert sind. Und dass ganz unbescholtene Bürger im Publikum angefangen haben, an dem Löffel zu streicheln. Und der Löffel hat sich gebogen. Ja, du wirst es vielleicht nicht glauben, aber bei mir hat es auch funktioniert. Wie? Du hast auch mitgemacht heute Abend? Ja, ich habe auch mit meiner alten Uhr mitgemacht, die nicht mehr funktioniert. Und ich habe sie wieder um und sie tickt. Das ist doch unglaublich. Ja. Hast du einen Löffel auch auf deinen Fernseher gelegt? Ja, der liegt da immer noch. Also der ist nicht runtergefallen? Nee, runtergefallen ist er nicht, aber mein anderer in der Hand hatte sich zwar nicht viel verbogen, aber er hat sich verbogen. Und die Uhr funktioniert auch wieder? Die funktioniert wieder, einwandfrei. Genau, das muss man hinzusagen, dass Uri Geller gesagt hat, man soll alte Uhren, die nicht funktionieren, die kaputt sind, auch mit vor den Fernseher nehmen. Man soll nach einem bestimmten Signal hin sagen, geh wieder, ne? Uhr, geh wieder.
Ja, und bei dir funktioniert. Wie erklärt man das? Weiß ich nicht. Ist das Hexerei? Oder was ist es? Deiner Auffassung nach jetzt? Ich würde es eher so sagen, weil es ist ja auch, dass der Mensch im Körper ja ein Magnetfeld, sage ich mal, hat. Ja. Und wahrscheinlich durch die Kraft wirklich, die man, wenn man sich darauf konzentriert. Ja. Ich meine, ich habe gemerkt, dass es bei mir an den Fingerspitzen angefangen hat zu kribbeln. Bei mir leider nicht. Es sah, glaube ich, ziemlich witzig aus. Ich saß ganz angespannt vor dem Fernseher, hatte meinen Löffel in der Hand und habe dann auch immer gerufen, geh, 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 ne? Aber es ging nicht. Ja, nee, der Löffel blieb unverbogen. Ja, nee, bei mir hat es komischerweise wirklich funktioniert und ich war völlig aufgekratzt danach. Ja. Und ich meine, ich lese auch zum Beispiel immer, wenn ich im Horoskop lese, weil ich bin Fisch als Sternzeichen. Mhm. Und Fische sind ja zum Beispiel berufmäßig kreativ und auch spirituell. Ja, ja. Und ich merke es irgendwo. Es ist, ich bin Schütze. Ich bin Schütze und im Skorpion, im Aszendenten Skorpion. So ganz spontan, was würdest du sagen? Sind das eher Menschen, die nicht so spirituell veranlagt sind, die eher rational sind und blockiert diesbezüglich? Was würdest du sagen? Das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Kannst du nicht so sagen, ja. Aber ich lese halt immer wieder in meinem Horoskop verstärkt, dass es auch spirituell irgendwie zusammenhängt. Und ich meine, der Fisch ist zwar ziemlich sensibel. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damit was zu tun hat. Aber es ist doch sehr, ja. Also auf jeden Fall hast du was gespürt heute Abend. Das ja, würde auf auch jeden Fall. Das würde ja auch beweisen, dass du da irgendwelche Veranlagungen hast und Empfänglichkeiten für solche Sachen. Genau. Wie lange dauert ein Kurs? Bis wann bist du dann diplomierte Hexe? Also der wird jetzt 3 Jahre gehen. Ach, so lange? Ja. Mann, das aber, dann kannst du aber viel. Ja, und dieses Buch ist ja auch aufgeteilt in erste, zweite und dritte Hexenlehrjahr. Kann man denn danach auch damit Geld verdienen? Also die Thea, die verdient ja die, gut Geld, ja, sag ich mal. Ja, machst du nebenher auch noch was anderes im Moment? Hast du einen Job noch? Nee, ich bin leider arbeitslos. Arbeitslos, aber du machst was daraus und willst jetzt Hexe werden und kannst dann vielleicht auch irgendwie mal ein Buch schreiben oder Beratungen machen oder was weiß ich. Wenn es klappt, ja. Ja. Und allein es fasziniert mich ja auch zum Beispiel, wie man mit diesen Kräutern umgeht. Ja, ja. Ich meine, ja, damals, sage ich mal, im Mittelalter oder so, wo man angefangen hat, Kräuter irgendwie auf Wunden aufzulegen, es hat einfach funktioniert. Es hat funktioniert, es ist ja auch teilweise sogar nachgewiesen, dass es funktioniert und leider, genau, ist es in Vergessenheit geraten. Ne? Genau, und ich habe jetzt mir selber einen kleinen, hier in Pflanzen, also in Blumentöpfen habe ich mir jetzt auch Kräuter angefangen zu sehen. Mhm. Und also auf, ja, dem besten Wege. Genau. So kann man sagen. Steffi, die angehende Hexe, ich wünsche gutes Gelingen beim Studium der Hexerei. Dankeschön. Und vielleicht werden wir uns irgendwann nochmal wieder sprechen, wenn du noch mehr gelernt hast. Können wir machen. Alles Gute, Steffi. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Nina, 26 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Nina. Thema Wasser. Ja, also ich war mit meinem Freund im Dezember vor einem Jahr in der Dominikanischen Republik. Hm? Und da ist er im Pool gesprungen. Ja. Und ich bin voll nervös, naja. Und hat 3 Halswirbel gebrochen und das Rückenmark durch und sitzt jetzt im Rollstuhl. Ja. Und ist querschnittsgelähmt. Was war das? Das heißt, der Pool war zu flach oder wie? Ja, ja. Und er hat das nicht gesehen? 90 Zentimeter, nee, wir waren erst den zweiten Tag da. Und er hat einen Kopfsprung gemacht? Ja, ja. Sollte man auch nie machen in fremde Gewässer. Das ist das A und O, ne? Mhm. Was man lernt, wenn man schwimmen lernt. Ja. Und ja, und seitdem hat sich eigentlich alles geändert. Also, das heißt, das war gleich am Anfang der Reise, ist das passiert? Ja, ja, wir sind freitags angekommen und sonntagsnachmittags war der Unfall. Er macht diesen Kopfsprung und schlagartig ist das ganze Leben verändert. Ja, ja. Und man ist dann irgendwo in der Fremde, in der Dominikanischen Republik, mhm, und ist schwer verletzt. Was passiert denn dann? Also, erstmal war gar keiner am Pool und ich habe ihn, also man sagt ja immer, wenn man einen Huhnkopf abhackt, dann bewegen sich die Beine und die Arme noch. Mhm. Und bei ihm, er hat sich halt bewegt und er ist eigentlich so ein Witzkopf und ich dachte, er will, dass ich ins Wasser springe und ne, mit ihm da Quatsch mache oder so. Und dann bin ich aber um den Pool rumgegangen und dann dachte ich, irgendwas stimmt nicht, aber die Arme und Beine, das hat sich ja alles noch bewegt. Mhm. War er denn unter Wasser oder war der Kopf oben? Nee, er war genau noch gerade oben, dass der Kopf gerade noch hochging. Und dann dachte ich aber, irgendwas stimmt nicht, bin halt um den Pool rum und dann bin ich aber auch schon reingesprungen und in dem Augenblick ging er ganz unter. Als er noch oben war, war er mit dem Mund auch frei? Hätte er rufen? Das weiß ich. Also ich habe ihn zwar, ich stand zwar direkt daneben, ich habe gesagt, eigentlich, ich sage immer, ja, er hat Luft gekriegt.
Aber ich glaube, also ich weiß es nicht, so. Ich kann es nicht mehr sagen. Dann bist du in dem Pool drin, der Freund geht unter, ist so schwer verletzt. Was, hast du ihn dann hochgezogen oder was? Ja, ich habe ihn hochgezogen, ich wusste ja gar nicht. Also ich dachte nur, in dem Augenblick, wo ich reingesprungen ist, er runter, hat sich gar nichts mehr bewegt, habe ich ihn nach hochgezogen, also rausgezogen, so über meine Schultern. Hast du das denn, ich meine, du bist ja vielleicht nicht so kräftig, wie der Mann schwer ist. Hast du es geschafft? Ja. Und dann habe ich nur noch geschrien. Was genau, weiß ich auch nicht mehr. Und dann weiß ich nur noch, dass irgendwie 8, 9 Leute oder 12, ich weiß nicht, auf jeden Fall war der ganze Pool voll mit Leuten und die haben Lukas dann rausgezogen. Ja. Ist er dann doch in ein Krankenhaus gekommen? Ja, also wir waren in 4 verschiedenen Krankenhäusern. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, das Schlimme war als, glaube ich, der Dritte Weltkrieg oder ich weiß es nicht, in welchen Zuständen das da war. Das glaube ich, ja. Und dann schließlich im letzten Krankenhaus in Santo Domingo in der Hauptstadt, das war einigermaßen ein Krankenhaus, kann man so sagen. Ja, da haben die uns dann gesagt, also es ist eine ganz lange Geschichte irgendwie, wir waren 5 Tage da und dann haben die uns gesagt, dass er operiert werden müsste, eine Stabilisation müsste stattfinden. Das heißt, aber er ist dann da vor Ort noch operiert worden? Ja, musste er. Wie lange ist er dann in dem Krankenhaus in der Dominikanischen Republik geblieben? Nicht lange, wir waren nicht mal eine Woche da, dann wurde er schon mit dem Privatjet abgeholt nach Deutschland. Und ist dann hier nochmal operiert worden? Nein, das war schon die Endoperation, das wussten wir aber nicht. Das heißt, gibt es so Überlegungen bei euch, wenn er in Deutschland operiert worden wäre? Ja, die gibt es gar nicht. Also so die Ärzte, also er ist dann nach Karlsbad gekommen, die haben auch gesagt, die OP hätte gar nicht besser sein können. Ach so. Die hätten das nicht besser machen können. Ich hoffe, die wollten uns nicht nur beruhigen. Mhm. Aber das ist einfach jetzt so. Ist der Freund seitdem querschnittsgelähmt. Ja. Das heißt also wirklich klassisch Querschnitt von Hüfte? Nee, also das ist, man unterscheidet bei Querschnitt zwischen Paraplegie und Tetraplegie. Und Para ist, da ist man meistens nur, sind die Beine gelähmt. Und er ist leider Tetraplegiker. Mhm. Das ist noch ein bisschen schlimmer. Er über dem Brustwarzen spürt er nichts mehr. Und Tetra heißt also die 4 Gliedmaße, auch die Hände nicht. Die Hände sind, also die sind so zu Faust zusammen, die wurden im Krankenhaus immer zusammengeklebt, damit er eine Griffhand hat. Das bedeutet, ab dem Brustwarzen ist alles tot für ihn. Ja, richtig. Und die Hände sind dann auch noch verklemmt. Ja, er kann die Arme bewegen also und kann damit ganz viel machen. Ist er geistig noch genau alles so wie vorher? Alles ganz normal. Wohnt ihr zusammen? Nee, er ist zu seinen Eltern gezogen, auch hier bei mir. Und ja, wir haben vorher auch nicht zusammen gewohnt. Er war vorher Fußballspieler und hat damit seine Brötchen verdient. Ja, das er kommt alles, aber aus meiner Stadt hier. Alles vorbei. Ganz. Wie lange wart ihr vorher zusammen, vor dem Unfall? Also wir kennen uns insgesamt schon über 10 Jahre. Und das hat angefangen, schon als ich 19 war, waren wir zum ersten Mal zusammen. Ja. Du bist ja nach so einem Unfall, ist er ja körperlich ein anderer Mensch. So muss man es ja sagen. Ja. Hat das jetzt eure Beziehung belastet? Nee, gar nicht. Das heißt, ihr seid nach wie vor zusammen oder vielleicht sogar noch mehr miteinander verschweißt? Ja, noch enger. Also man ist ganz eng zusammen. Also seit dem Unfall. Also das hat so eine enge Bindung ausgelöst. Mhm. Also das gibt's gar nicht. Das ist sehr schön und auch sehr toll für deinen Freund. Man hört ja auch immer wieder Geschichten dann, wo die Beziehungen kaputt gegangen sind danach und die Leute allein dann sind nach dem Unglück. Ja, ich finde das aber auch nicht schlimm, wenn Leute sagen, dass die das nicht können. Ich glaube aber, wenn man jemanden vom ganzen Herzen liebt, so richtig liebt, dann ist einem alles egal. Wenigstens der ist vom Kopf da und also dann geht auch alles, dann kann man auch alles in Bewegung setzen. Nun ist ja, ich sagte, vom Körper ist es jetzt ein anderer Mensch als vorher. Das bedeutet, aufgrund jetzt dieser schweren Lähmungen, ihr könnt ja auch keine Sexualität mehr erleben miteinander, ne? Doch, das geht. Aber kann er noch mit einer Frau schlafen? Ja. Spürt er das denn? Nein, das spürt er nicht. Kommt es zu einer Erektion? Ja, also das ist noch nicht, das wissen wir noch nicht. Also eigentlich sagt man, glaube ich, nein, richtig. Mhm. Aber ich kann bei ihm ganz, also er sagt das immer so, dass es ist ein anderes Gefühl. Er weiß auch nicht mehr, was ein Orgasmus ist oder dieses Gefühl hat er nicht mehr. Ja. Aber wenn er bestimmte Stellen, wo er anders fühlt und wo er ein ganz tolles, intensives Gefühl hat. Mhm. Und wir waren jetzt zum Beispiel im Urlaub und da war das so, dass er dass der Körper auf einmal, man hat ja auch eine Spastik, dann, also wo der Körper zuckt die ganze Zeit, die Beine zum Beispiel, wo alles gezuckt hat und da kam was raus. Es war jetzt nicht so richtig, wie es aussehen sollte, also wir wissen es noch nicht. Ja. Aber zur klassischen
zum klassischen Geschlechtsverkehr kann es nicht kommen, ne? Mm-mm. Das geht Mm-mm. nicht. Ne? Nee. Aber auch das ist für dich, sagst du, ich kann mich damit arrangieren und wir finden da einen Weg. Ja, das geht auf jeden Fall. Mhm. Also das stand ja erstmal eigentlich total im Hintergrund, aber man muss sagen, dass irgendwie die Leute, die einen Unfall erleben, die dann im Querschnittsgelähmt sind, es gibt irgendwie vier wichtige Symptome, die die durchleben. Und einer ist auch die Sexualität, mhm. Also der ganz oben steht. Also der wir haben schon viele Betroffene erzählt, dass genauso wie du es auch gerade erzählt hast, dass so dieses klassische Empfinden ist weg. Aber dass die Sexualität eine andere Qualität im Kopf hat. Ja, sagt er auch immer. Mhm. Und am Anfang war das für mich voll schwierig. Ich wusste gar nicht, ob ich das überhaupt kann, weil er ja nicht spürt. Und dann haben wir das so erst richtig besprochen. Und mhm. ich so, wenn ich kann das nicht, du merkst nichts und ich mach dann irgendwo was. Dann hat er mir das aber erklärt, wenn du mich zum Beispiel am Hals, ist ja ganz empfindlich, wenn du mich dann da küsst. Na, und ja, dann geht das. Mhm. Also dann hat er auch ein schönes Gefühl. Jetzt muss ich mal fragen, weil ich es gar nicht ganz verstanden habe. Mhm. Es kommt nicht zu einer Erektion. Nein. Das nicht. Ne? Mhm. Also nein. Mhm. Nochmal auf den Unfall zurückzukommen. Ja. Es ist ja nur ein schwerer Unfall, ein schlimmes Unglück, da müssen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Macht er sich Vorwürfe, dass er sagt, mein Gott, warum bin nein, ich da so? Gar nicht. Also er ist noch, ich weiß nicht, ob er also das richtig verarbeitet hat, alles. Also man sagt ja immer, das dauert bis zu, weiß nicht, fast drei, vier Jahren, bis man überhaupt versteht, was passiert ist, dass man im Rollstuhl bleibt. Aber er ist eigentlich so der Coole. Und ich bin so, er sagt immer, du müsstest eigentlich im Rollstuhl sitzen, du weinst voll oft, du bist so manchmal depressiv, du hast Schlafstörungen, das habe ich alles nicht. Hat er seine Freunde behalten? Ja, alle. Hat er wirklich Glück? Ja, also da hat er wirklich Glück. Also auch die Jungs, mit denen er zusammen Fußball gespielt hat, die besuchen ihn weiter und es ist ein... Ja. Also da hat sich gar nichts geändert. Ja. Also, dann kann man sagen, Glück im Unglück, ja. Ne, dass er dich hat. Ja, und dass er seine Familie hat. Ja, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass es mit den Eltern auch alles gut ist. Ja, klar. Und seine Freunde noch hat. Und dass er letztendlich auch so cool ist, ne? Und sich nicht da zu sehr mit seinem Schicksal hadert. Ja. Aber man sollte halt auch nicht so reinspringen, ne? Das kann man ja auch nochmal so sagen hier. Ja, und man muss auch, was auch wichtig ist, dass es ja in solchen Ländern nirgendwo angeschlagen oder so, dass man vorher echt immer guckt. Ich weiß noch, früher gab es, ich weiß gar nicht, ob es das noch heute gibt, beim Schwimmunterricht machte man Freischwimmer, Fahrtenschwimmer, Jugendschwimmschein. Ich weiß nicht, gibt es das heute noch? Ich glaube nicht. Nicht mehr, ja. Und man musste als ganz kleiner Junge habe ich das gemacht, da musste man 15 Minuten ohne sich festzuhalten schwimmen. Und dann bekam man ein Freischwimmen-Abzeichen, das war so eine kleine Plakette und die musste die Mama dann an die Badehose nähen und man war ganz stolz. Und da gab es auch noch so einen kleinen theoretischen Lehrgang. Und da sagte der Bademeister, jetzt will ich ihn vergessen, oberste Regel, nie in fremde Gewässer mit einem Kopfsprung machen, sondern vorsichtig reingehen oder höchstens so normal mit den Füßen oder mit dem Po reinspringen. Ja, ich glaube, das ich weiß nicht, ich hätte auch reinspringen können. Mhm. Also so, ja. Ich glaube, es hat auch schon fast jeder irgendwo mal gemacht und nie richtig drüber nachgedacht. Ja, natürlich, ja. Nina, du grüßt deinen Freund herzlich von mir. Wird gemacht. Und wünschst alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Jetzt ist Markus hier und Markus ist 22. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Du auch zum Thema Wasser. Ja, natürlich. Aber nicht so erfreulich, denn ich bin fast bei einem Wasserentfesselungstrick ums Leben gekommen. Jetzt muss es nochmal, ich habe nicht verstanden. Wobei bist du ums Leben gekommen? Bei einem Wasserentfesselungstrick. Bei einem Wasserentfesselungstrick? Genau. Aha. War das eine Vorführung oder was war das? Ja, genau. Ich bin Magier in einem Freizeitpark. Ja. Und es gibt den Zauberer Houdini, oder es gab den Zauberer Houdini. Ja. Der hat diesen Zaubertrick immer vorgeführt. Ich habe mir den nachgebaut. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das ist eine Wasserröhre. Ist oben ein Kran befestigt und jetzt wird man eben an den Händen gefesselt mit ganz normalen polizeiüblichen Handschellen. Ja. Und dann wird man kopfüber ins Wasser gelassen. Ja, und man ist in der Röhre drin. Genau, in dieser Wasserröhre. Man ist in der Röhre, man hat die Hände gefesselt mit Handschellen und dann geht diese Röhre ins Wasser. Nee, der Magier, beziehungsweise ich bin ins Wasser gegangen. Also diese Röhre, das ist einfach ein Röhrenmantel und in diesem Röhrenmantel ist Wasser drin. Ach so, ich dachte, du wärst in der Röhre und die Röhre wäre mit dir ins Wasser gegangen. Nee, sowas nicht. Mhm. Nee, ich selber mit dem Kopf zuerst ins Wasser rein. Ja. Und dann ist eben es ist wirklich kein Trick, sondern
ich musste dann mit einer Büroklammer diese Handschelle öffnen. Mhm. Also ich muss es nochmal fragen, damit ich es richtig verstehe. Also das war eine Wasserröhre. Genau. Und du musstest in diese Wasserröhre rein. Ich war an den Füßen befestigt an dem Kran und bin in diese Wasserröhre reingelassen worden. Genau. Ja. Wurde die dann oben erstmal verdichtet, zugemacht oder blieb die offen? Nee, es kam außenrum dann Vorhang hin, dass eben das Publikum trotzdem nicht sieht, wie dieser Trick eben funktioniert. Ne? Ja, okay, gut. Also du warst an Händen und Beinen, an Händen und Füßen gefesselt. Genau, genau richtig. Und es ist jetzt eben die Aufgabe, ich hatte eine Büroklammer im Mund, erst versteckt, und an dieser Büroklammer war eine Wachskugel dran, dass ich sie eben im Mund besser halten kann. Ne? Ja. Und ich habe dann eben versucht, mit dieser Büroklammer die Handschellen aufzumachen, und dabei ist mir Folgendes passiert. Mir ist die, bevor du das erzählst, noch eine Frage, damit ich es mir ganz genau vorstellen kann. Welchen Durchmesser hatte diese Röhre, in der du stecktest? Ungefähr nicht mehr als ein Meter. Also ich weiß nicht ganz genau, aber ungefähr ein Meter. Ja. Was ist da passiert? Und die Büroklammer ist mir aus dem Mund gefallen, ins Wasser rein. Mhm. Ist nicht untergegangen wegen der Wachskugel eben, aber ich habe sie natürlich auch nicht mehr bekommen. Mhm. In der Panik, und natürlich gab es auch eine Sicherheitsfunktion in diesem Kasten, und zwar meine Mitarbeiter wussten, wenn nach 45 Sekunden, wenn ich meine Hände befreien hätte können, dann hätte ich mich nach oben ziehen müssen an meine Füße, da war eine Schlaufe, und dann hätte ich mich da aufbinden können und dann hätte ich aus diesem Kasten steigen können. Mhm. Na? Aber das ging natürlich nicht, wenn die Hände gefesselt sind, und da gibt es einen kleinen Knopf in diesem Wasserbassin, und ich habe diesen Knopf dann auch gedrückt, aber leider ging nichts. Normalerweise da war eine Paniksituation, dieses Ding war dir aus dem Mund gefallen. Genau, Klammer, mit der du das eigentlich hättest öffnen können, das war der Trick, ne? Dass du das eine Fingerfertigkeit, dass du es damit machen willst. Genau, so, und dann drückst du den Alarmknopf, und da tut sich auch nichts. Da tut sich überhaupt nichts. Normalerweise müssten alle Seiten wegfallen von diesem Bassin. Ja, verstehe. Aufgehen, und dann wäre das Wasser natürlich draußen, und ich würde einfach nur noch am Kran hängen, aber es ist überhaupt nichts passiert. Oh Gott, und dann? Ja, ich bin in diesem Wasser gehangen, Panik, ich natürlich keine Luft mehr gehabt. Aber da waren doch diese 45 Sekunden schon lange vorbei, da müssen deine Mitarbeiter doch schon gemerkt haben, Mensch, hier stimmt irgendwas nicht. Genau, richtig, aber die haben eben wahrscheinlich 240 Mal ist es gut gegangen. Mhm. Mhm. 241. Mal haben sie gedacht, gut, diesmal braucht er länger. Ja. Und haben erstmal nicht reagiert. Wahrscheinlich auch aus Panik, aus Schock, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe es auch nie richtig erfahren. Und so, wie lange hast du dann einen Todeskampf quasi gehabt da? Das war eigentlich wirklich ein Todeskampf. Also ich hab wirklich schon Bilder von irgendwelchen Dingen gesehen. Es war und ja, es war einfach schlimm. Du konntest dich auch nicht irgendwie so nach oben zappeln oder bewegen oder irgendwie, das ging nicht. Das Problem ist, ich konnte mich schon nach oben ziehen zu meinen Füßen, nur wenn eben diese Handschellen noch an den Händen sind, konnte ich mich nicht aus der Schlaufe befreien. Ja. Das ging so, von... So ganz kann ich mir das immer noch nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass du einfach da in dieser Röhre warst und nicht raus konntest. Genau. Und es passierte nichts, nachdem du diesen Knopf gedrückt hast. Wie ging es dann aus, das Ganze? Ja, die Mitarbeiter haben nicht reagiert, und im Publikum, wie ich es nachhinein erfahren habe, ist dann langsam eine Unruhe entstanden. Und da ist eben eine im Publikum gesessen, dem ist es irgendwie dann wirklich zu blöde geworden, muss man so sagen. Der hat richtig Angst bekommen, ist dann in eine Ecke gerannt, da stand ein Feuerlöscher, nahm diesen Feuerlöscher und hat damit die Scheiben eingeschlagen von diesem Bassin. Von der Röhre? Von der Röhre. Achso, genau, das wollte ich gerade noch fragen. Das heißt, man konnte da reingucken? Ja, also das Publikum konnte nicht reingucken, weil eben dieser Vorhang außenrum war. Ja. Sonst würden die ja sehen, wie das ganze Arbeit funktioniert. Mhm. Ne? Aber es war nur ein dünner Stoffvorhang, und davor hat man ja die Röhre gesehen. Ne? Aber das verstehe ich auch nicht. Hinter dem Stoffvorhang müssen doch deine Leute irgendwie gestanden haben. Nein. Der ging direkt um die Röhre. Ach so. Der war ganz anliegend an dieser Röhre. Aber dann war das ein sehr beherzter Zuschauer, der hat den Vorhang zur Seite gerissen.
Na, der hat direkt durch den Vorhang. Also durch den Vorhang? Jeder wusste ja, gleich hinter dem Vorhang ist die Röhre. Ist das Glas der Röhre. Und hat dann volle Kanne den Feuerlöscher da reingeschleudert? Er hat genau den Feuerlöscher volle Kanne da reingeschlagen und Gott sei Dank sind die Scheiben dann auch kaputt gegangen, weil es war kein normales Glas. Eben, da muss er aber schon mit richtiger Kraft geworfen haben. Richtig. Und da war das Tuch und der Vorhang noch, der dämpfte das ja auch noch ein bisschen ab. Ne? Genau. Der Mann hat dir das Leben gerettet. Der hat mir das Leben gerettet. Also, unfassbar. Warst du schon besinnungslos, bewusstlos? Also es war kurz davor, also wo das Wasser dann eben weg war, war wie so, als hätte man 10 Jahre keine frische Luft bekommen. Also hast du ein bisschen Zorn auf deine Mitarbeiter, dass die das nicht gemacht haben? Ja, ich habe danach, nicht gleich danach, aber 14 Tage später, gab es ein ganz großes Gespräch. Es war ja auch Fernsehen und Funk und alles Mögliche da. Und ich habe die Mitarbeiter auch entlassen, weil ich muss mir einfach auf die verlassen. Ja, natürlich, man muss sich 1000%ig auf die Leute verlassen, gerade wenn man so einen heiklen Trick durchführt. Und hast du dich getraut, danach wieder sowas zu machen? Das ist mein großes Problem. Also die Session, das war Ende der Session. Die neue Session fängt jetzt dann an. Ach so. Ich bin seit weder habe ich eine Probe gemacht für eine neue Show noch und ich habe keine gefährlichen Zaubertricks jetzt mehr im Programm, aber trotzdem traue ich mich nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Gar nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Nein. Nicht nur also kein Wasserkunststück zu machen, sondern du traust dich gar nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Überhaupt nicht. Da muss was geschehen, da musst du was machen, du musst irgendwas unternehmen. Ich rede heute das erste Mal auch richtig darüber. Also ich habe bisher noch nie so richtig darüber geredet und habe mir heute gedacht. So Markus, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Aber ich finde, dass man da jetzt noch ein bisschen weiterreden sollte und müsste. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. So ihr Lieben, das war unsere Sendung Wasser. In der Technik war Martin Trux und ich wollte euch nur mal ganz dezent nochmal daran erinnern, morgen Stefan Raab zu gucken und Maximilian zu wählen, wenn er wieder so toll singt wie letzte Woche. Wir sind wieder morgen da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.